Was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, ihr müsst in einer Woche sterben? Als ich so Jugendlicher war, dann gab es immer so Listen. Was würdest du machen, wenn du sterben müsstest? Dann gab es alles, was man vielleicht noch bereisen möchte, würde man dann bereisen? Oder man würde noch mal Bungee jumpen? Oder würde noch mal irgendeine Person ansprechen, mit der man unbedingt schon mal sprechen wollte. Was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, ihr müsst in einer Woche sterben? Heute hört ihr die Geschichte von König Parikshit. Der hatte das Glück, zu wissen, dass er in 7 Tagen sterben wird. Und was er gemacht hat, hört ihr heute. Intro! König Parikshit war der Herrscher über die gesamte Welt. Die gesamte Welt. Nicht nur ein Teil davon, sondern alles. Die gesamte Welt. Und unter seiner Herrschaft waren die Menschen sehr zufrieden. Sie waren rechtschaffen. König Parikshit hatte es sogar geschafft, nachdem Krishna die Erde verlassen hat, kam Kali auf die Erde. Kali ist der personifizierte Streit. Und Parikshit hatte es geschafft, Kali wieder von der Erde zu verbannen. König Parikshit war also ein sehr rechtschaffener, besonderer König und ist eine große, glorreiche Figur im Srimad Bhagavatam. Heute möchte ich die Geschichte von seinem Tod erzählen, wie er diese Welt verlassen hat. Denn diese Geschichte ist ein großes Beispiel für uns, wie wir uns auf unser Ende vorbereiten können, aber auch ein großes Beispiel für den Wert des Srimad Bhagavatam. König Parikshit ging eines Tages auf die Jagd, früh morgens. Er sorgte dafür, dass die Heiligen, die im Wald meditierten und dort lebten, dort ein ungestörtes Leben führen konnten, indem sie nicht attackiert wurden von wilden Tieren. Also ging er früh auf die Jagd. Und plötzlich fühlte er sich sehr ausgelaugt, sehr durstig und hungrig und machte sich auf die Suche nach einer Wasserquelle. Auf seiner Suche kam er an der Hütte von Saumaki Rishi vorbei. Er sah niemanden außerhalb und so fühlte er sich etwas unwohl, doch er betrat die Hütte. Normalerweise geht man nicht einfach zu jemandem nach Hause hinein, doch er war so von seinem Durst getrieben, dass er in die Hütte hineintrat. Und dort sah er den heiligen Yogi in Trance sitzen. Er hatte matte Haare, saß auf einem Rehfell, also hatte verfilzte Haare, saß auf einem Rehfell, die Augen halb geschlossen und meditierte. Doch er reagierte nicht. Der Yogi reagierte nicht auf den Eintritt des Königs. Das verwirrte König Parikshit ein wenig. Er war schließlich der König der Welt. Normalerweise wird er mit großem Pomp empfangen, mit Blumengirlanden, schönen Worten, einem königlichen Thron. Das erwartete er nun nicht hier mitten im Wald, doch wenigstens eine Matte, etwas Wasser, höfliche Worte, das hätte er zumindest erwartet. Doch nichts. Saumaki Rishi saß einfach in seiner Meditation und reagierte nicht. Er hatte König Parikshit nicht gehört. Doch Parikshit war sich nicht sicher, ob der Heilige nur so tat, in Meditation versunken zu sein, oder ob er wirklich in Meditation versunken war. Einfach um seine Meditation nicht zu unterbrechen zu müssen, oder einfach um den König, der einem niederen Stand angehört, begrüßen zu müssen. Durch Krishnas
Vorhersehung oder durch Krishnas Willen wurde König Parikshit so gestört dadurch, durch seinen Durst. Normalerweise konnte er Durst und Hunger sehr gut tolerieren. Aber in diesem Moment gelang es ihm nicht. In diesem Moment war er davon sehr gestört und er wurde ärgerlich. Und so verließ er ärgerlich die Hütte des Yogis wieder. Er wollte sich nicht einfach selbst bedienen am Wasser. Also verließ er die Hütte wieder und am Eingang sah er eine tote Schlange. Mit dem Ende seines Bogens nahm er nun vor lauter Ärger diese Schlange, diese tote Schlange, und legte ihm mit dem Heiligen, mit dem Bogen, die tote Schlange um den Hals. Dann ging er. Die ganze Szene wurde von einem Jungen beobachtet. Er hatte das königliche Pferd draußen vor der Hütte gesehen und hatte geguckt, was denn dort geschehen oder was denn dort geschieht. Der kleine Junge sah, dass König Parikshit die Hütte des Yogis betreten hatte. Und er hatte auch gesehen, dass er eine tote Schlange um den Yogi gelegt hatte. So rannte er zum Fluss zu seinen Freunden und erzählte ihnen davon. Unter seinen Freunden befand sich auch der Sohn des Heiligen, Sringi. Als er davon hörte, wurde er wütend. Wie konnte es der König wagen, so ein niedriger König, einen Brahmana, einen Yogi, so zu beleidigen, dazu noch seinen Vater? Und voller Zorn berührte er das heilige Wasser des Flusses und sprach einen Fluch aus. Der König soll in 7 Tagen von einem Schlangenvogel Takshaka gebissen werden und sterben. Doch sofort, nachdem er diesen Fluch ausgesprochen hatte, spürte er großes Leid in seinem Herzen. Sringi war zwar noch ein kleiner Junge, aber er hatte schon große mystische Kräfte erlangt durch die Lehren seines Vaters. Er spürte nun großes Leid in seinem Herzen und rannte zu seinem Vater. Dort angekommen, brach er in Tränen aus. Durch diesen emotionalen Wellen erwachte der Vater aus seiner Trance und fragte Sringi, was ist denn los? Darauf erzählte Sringi, was geschehen war, dass er den König verflucht hatte. Dieser König hatte ihn beleidigt. Ihn, seinen Vater. Ach, Herrje. Saunaki Rishi war zutiefst schockiert. Was hatte sein Sohn getan? Er erklärte Sringi, dass König Parikshit ein sehr guter König war, dass er so gut war wie Gott selbst, dass er die religiösen Prinzipien aufrechterhielt. Wenn ein König wie er von der Erde geht, dann werden Streit und Heuchelei wieder auf der Erde Zuflucht oder wieder auf die Erde kommen. Dann werden Familien zerbrechen, Frauen werden ausgebeutet werden, Kinder werden grausam behandelt werden. All diese schlechten Eigenschaften werden wieder auf die Erde kommen, wenn ein so guter König wie Parikshit stirbt. Und er sagte, du bist ein kleiner Junge und ich bete zu Gott, dass er dir vergibt, dass du so eine große Strafe für so einen unbedeutenden Fehler des Königs ausgesprochen hast, für so eine unbedeutende Beleidigung. Er nahm die Schlange einfach von seinem Hals und warf sie achtlos beiseite. Das hatte ihn nicht im geringsten gestört. Unterdessen war König Parikshit in seinen Palast zurückgekehrt. Und auch er verspürte große Traurigkeit in seinem Herzen. Wieso war er so ärgerlich geworden? Wie konnte das über ihn kommen, dass er einen hochstehenden Brahmana so beleidigte? Sobald er im Palast angekommen war, rief er seine Minister zusammen und erzählte ihnen davon, was er getan hatte. Und er fragte, wie er sich nun verhalten soll. Er betete, dass bald die Strafe für sein unrechtes Verhalten kommen würde, sodass er so einen Fehler nie wieder begehen würde
dass er aus dieser Strafe lernen würde und dann nicht noch einmal so einen Fehler machen würde. Einige Minister rieten ihm, er solle zurückgehen zum Heiligen und sich bei ihm entschuldigen. Und sie diskutierten gerade, wie man nun am besten mit dieser Situation umgeht. Da kam ein Bote des Heiligen und überbrachte die Nachricht vom Fluch, dass König Parikshit in 7 Tagen sterben werde, durch den Fluch des jungen Sringi und dass Sanakiwishi diesen Fluch nicht zurücknehmen konnte. König Parikshit sah dies als ein Zeichen an. Er sah es sofort als den Willen Krishnas an und als eine große Segnung, dass er sich nun auf seinen Tod vorbereiten konnte. Zu wissen, wann man stirbt, ist eine große Segnung. Und er versuchte nicht, diesen Fluch abzuwenden. Er sagte auch, dass es jetzt nicht sehr sinnvoll wäre, wieder zum Heiligen zurückzugehen und sich zu entschuldigen, denn das würde ihn nur noch mehr beschämen, da er schon aus seinem Brief kam einfach hervor, dass er sich für die Tat seines Sohnes bereits sehr, sehr schämte. Er rief sofort seine Söhne zusammen. Er übergab ihnen das Königreich. Er legte seine königlichen Kleider ab. Er sagte, okay, ich werde nichts mehr essen, ich werde nichts mehr trinken. Ich werde mich an den heiligen Fluss setzen, an die Ganges setzen und dort meditieren. Und das tat er. Er ging zum Fluss, setzte sich hin und begann zu meditieren. Mittlerweile war die Kunde, dass König Parikshit verflucht worden war und in 7 Tagen sterben müsse, durch das ganze Universum gegangen. Die Nachricht verbreitete sich schnell und viele Heilige, auch viele Halbgötter, viele Weise kamen herbei, um König Parikshit in diesen letzten Tagen zu begleiten. König Parikshit zollte ihnen allen Respekt, er verbeugte sich vor ihnen und dann stellte er die Frage, was solle er tun? Wie könnte er sich am besten auf den Tod vorbereiten? Und nun entstand eine Diskussion zwischen den verschiedenen Heiligen. Einige sagten, da König Parikshit dem Stand des Königs angehörte, wäre es vielleicht besser, dass er bis zum Schluss seine Königspflichten weiter ausführen würde. Andere sagten, nein, das alles jetzt aufzugeben und sich jetzt in Meditation zu versinken, das ist das Beste. Und so entstand eine Diskussion zwischen den Heiligen und der König Parikshit dachte schon, oh je, das kann jetzt länger als 7 Tage dauern. Was mache ich nun? In diesem Moment kam Shaunakiwishi. Oh Gott, wie hieß er? Shukadev Goswami. Natürlich. In diesem Moment kam Shukadev Goswami. In diesem Moment kam Shukadev Goswami. Er kam aus dem Wald und er war begleitet von lachenden Kindern und ihn über sich lustig machenden Frauen, denn er war nackt. Shukadev Goswami war einfach nach seiner Geburt von seinen Eltern fort und hatte es nie für nötig befunden, sich anzukleiden. Und so wurde er auf seinem Weg immer wieder von Kindern begleitet, die sich lustig machten über ihn. Und so erschien er nun auch vor den Heiligen. Doch die Heiligen machten sich natürlich nicht lustig über ihn. Sie standen sofort auf, zollten großen Respekt vor Shukadev Goswami. Und als die Kinder dies sahen und auch die Frauen, die sich über ihn lustig gemacht hatten, dann waren sie sehr erstaunt und gingen gleich anderer Wege.
Nun fragten die Heiligen Shukadev Goswami, was denn das Beste sei, wie sich König Parikshit am besten auf den Tod vorbereiten sollte. Und nachdem Shukadev Goswami sich gesetzt hatte, begann er, König Parikshit zu unterweisen. Die Geschichten und Unterweisungen, die Shukadev Goswami König Parikshit nun während der nächsten 7 Tage zukommen ließ, sind im Srimad Bhagavatam niedergeschrieben. Beziehungsweise das ist das Srimad Bhagavatam. Am Ende seiner Erzählungen, am Ende der Fragen von König Parikshit und den Antworten von Shukadev Goswami, stand Shukadev Goswami auf und verließ den Ort. König Parikshit bedankte sich, versank in Meditation über den höchsten Herrn, und als er ganz ruhig geworden war, verließ die Seele seinen Körper. Und in diesem Moment kam ein Schlangenvogel, Takshaka, bis Parikshit. Und Parikshits Körper ging in Flammen auf. Alle Heiligen machten große Augen, hatten teilweise auch Angst. Und so verließ König Parikshit die Erde. König Parikshit bereitete sich also auf seinen Tod vor, indem er das Srimad Bhagavatam hörte. Die letzten 7 Tage seines Lebens diskutierte er mit Shukadev Goswami spirituelle Fragen, hörte Geschichten, und die sind niedergeschrieben im Srimad Bhagavatam. Da wir nicht das Glück haben, zu wissen, wann wir sterben, wäre es sehr gut, oder ist es sehr gut, wenn wir einfach sofort anfangen, das Srimad Bhagavatam zu lesen oder aus dem Srimad Bhagavatam zu hören und uns so im spirituellen Wissen fortzubilden und uns auch auf unseren Tod vorzubereiten. Denn der wird kommen. So, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dieser Geschichte, irgendwelche Kommentare habt zu dieser Geschichte, schreibt sie unten rein. Wir werden sie nach unserem besten Wissen und Gewissen beantworten. Auch wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, was für eine Geschichte ihr gerne hören möchtet, bitte auch in die Kommentare mit reinschreiben. Und dann sehen wir uns bald wieder zur nächsten Geschichte. Hare Krishna. Es ist viel zu laut hier. Der Ozean ist zu laut. What should I say? Ach Krishna, gib mir Wissen. Sieht aus, als ob es an mir vorbei fühlt. So? Also. Ah, look at the clouds. Look at the clouds.